Wissen Sie schon, dass Sie in der schönsten Phase Ihres Lebens sind? Und das ist schon einmal wichtig, dass Sie das wissen und daran glauben, weil wenn Sie nur an Defizite denken und Defizite suchen, dann ist Ihr Leben traurig. Und Sie wollen ein schönes Leben. Und dazu gehört erstens einmal, dass Sie sich bewegen, dass Sie etwas mit Ihrem Körper tun. Wenn Sie ihn nur schützen und in der Hängematte lassen, dann wird er relativ bald alt aussehen. Sie kennen vielleicht Freunde, die älter sind als Sie, solche, die jünger sind als Sie und solche, die so alt sind wie Sie. Haben Sie ein Gefühl, wo Sie liegen? Sehen Sie so aus wie Ältere oder wie Jüngere oder gleich alt? Und wenn Sie an Ihre Schulkollegen denken oder Menschen, mit denen Sie beruflich schon früher zu tun hatten, dann nehmen Sie sich ein Beispiel aus diesen drei Altersgruppen, wo Sie sagen, so möchte ich auch sein. Und dazu müssen Sie aber etwas tun. Sie müssen sich bewegen, müssen Ihren Körper wirklich auch benutzen und nicht nur pflegen. Und dieses Benutzen kann verschiedene Arten sein. Ich gehe zum Beispiel jeden Tag, fast jeden Tag, mit den Nordic Walking Stöcken eine halbe Stunde mit einem Berghang, wo ich merke, da werde ich manchmal ein bisschen feucht und schwitzig. Und ich mache auch ein Krafttraining, weil ich merke, dass die Muskeln und die Sehnen eine Dehnung brauchen und eine Belastung brauchen. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, mindestens 10.000 Schritte pro Tag zu gehen. Und das ist manchmal ganz leicht zu erreichen, aber manchmal habe ich dann am Abend das Gefühl, es fehlen mir noch viele Schritte. Und ich mache noch eine Runde ums Haus oder auf den nächsten Platz hin, weil ich dieses Ziel erreichen will. Ich habe so ein Armband, mit dem ich, das zählt automatisch mit, ich brauche nur nachschauen. Aber das ist nicht alles und ich möchte Ihnen noch etwas mitgeben. Sie müssen wissen, dass durch die Steigerung, die allmähliche, aber doch intensive Steigerung unserer Lebenserwartung, etwas passiert ist, dass nach der Berufstätigkeit nicht sofort die Pension oder der Ruhestand kommen, sondern uns, unserer Generation zum ersten Mal eine neue Lebensphase geschenkt wurde. Also nach der Berufstätigkeit und vor dem Ruhestand gibt es eine ungefähr 20 Jahre dauernde Phase, die ganz neu ist für unsere Menschheit, aber in der ein Mensch noch alles machen kann, alles, wenn er nicht seinen Geburtsschein ansieht. Wer auf den Geburtsschein anschaut und sich fragt, ja Moment, da muss ich ja, der hat schon verloren, weil dann verhält er sich so, wie ein Mensch früher sich in dieser Altersstufe verhalten hat. Aber wenn er nur sagt, ich schaue, was ich kann, was ich noch heutzutage zustande bringe und schaue nicht auf mein Geburtsdatum und nicht auf mein Alter, dann ist alles möglich. Sie können einen Berg besteigen, den Mont Blanc, oder Sie können eine Firma gründen. Naja, und diese Phase, da haben wir in unserer Plattform sehr lange nachgedacht. Die haben wir dann nach langer Suche ein Wort gefunden. Nach der Berufstätigkeit kommt die Freitätigkeit. Aber Sie haben vielleicht gehört, dass die zweite Hälfte der beiden Worte ident ist, nämlich Tätigkeit. Und je mehr Sie tätig sind, umso gesünder werden Sie sein. Menschen, die glauben, wenn sie sich ruhig verhalten und vom Mittagessen aufs Abendessen nicht aufregen und nichts tun, die werden lange gesund sein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Je intensiver sie ihren Körper strapazieren und
je intensiver sie ihr Hirn strapazieren, so dass es sogar weh tut, sagen Hirnforscher, umso eher werden sie fit sein und umso länger werden sie alles machen können, was immer sie wollen. Also es sind falsche Bilder, weil wir immer noch die falschen Bilder vom Alter im Kopf haben. Und eines möchte ich Ihnen noch mitgeben, wenn Sie Ihren Körper noch so gut pflegen, Sie müssen auch eine Antwort suchen, warum Sie es tun. Wenn Sie eine Herausforderung, eine Vision haben, was Sie noch zustande bringen möchten, dann werden Sie für das, für dieses Ziel die Kraft und die Energie und Ihren Körper und Ihren Geist benutzen können. Aber nur zu sagen, ich möchte mich pflegen, damit es mir gut geht, das ist ohne Ziel, ohne wirkliche Herausforderung. Und Sie brauchen eine Herausforderung. Und je größer diese Herausforderung ist, umso länger werden Sie gesund leben. Und wenn es Sie interessiert, das Wesentliche ist, Sie müssen Ihre Potenziale entdecken. Was steckt in mir? Und wenn Sie dazu eine Hilfe brauchen, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Freitätigkeit zwischen Beruf und Ruhestand. Und das ist über jede Buchhandlung um 14,80 erwerbbar. Da sind viele Übungen und Anweisungen, wie Sie Ihre Talente entdecken. Und mit all diesen Talenten, die Sie entdecken, müssen Sie der Welt einen Nagel einschlagen, müssen Sie etwas ganz Herausforderndes zustande bringen. Und dabei wünsche ich Ihnen alles Gute.